Markus vom Gerbachhof und ich will euch heute ein bisschen was erzählen über unsere Anpassungsmaßnahmen an die Trockenheit und an den Klimawandel. Es ist das erste Jahr, in dem wir so eine größere Fläche, das sind knapp 2 Hektar, Kichererbsen anbauen. Die Kichererbse kommt ja eigentlich aus der Türkei oder auch aus Italien. Dort wird sie angebaut, mag also Trockenheit. Und da hat die Witterung in den letzten 2-3 Wochen ganz gut gepasst. Aber auch das etwas feuchtere, in Anführungsstrichen, Frühjahr, hat ja auch ganz gut getan. Sie steht echt gut. Ist hier knapp hüfthoch ungefähr. Und wir erwarten uns eine gute erste Gerbachhof-Kichererbsenernte. Wenn sie jetzt nochmal richtig Wasser bekommt, dann wächst sie einfach weiter. Sie hat ja noch ein paar grüne Blätter und ist in der Lage, einfach weiter zu wachsen. Da es auch noch keine Vermarktungsstruktur für Kichererbsen gibt, versuchen wir, die direkt zu vermarkten. Und sind natürlich auf Bestellungen per E-Mail oder Instagram angewiesen. Thank you.